Ich zeige euch in diesem Video, wie ich eine einfache HTML-Website mit der Hilfe von CSS formatieren kann. CSS steht für Cascading Style Sheets und ist eine Formatierungssprache. Und ich habe hier mal eben diese ganz einfache Website. Und das Ziel ist jetzt hier, dass ich den Hintergrund in einer anderen Farbe darstellen kann. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich CSS-Code auf eine HTML-Website anwenden kann. Und die gängigste ist eben, dass ich eine externe CSS-Datei erstelle, in der ich dann die Formatierungen vornehme. Diese CSS-Datei sollte idealerweise im gleichen Ordner wie eben auch die HTML-Datei liegen. Und die ist auch ganz gleich erstellt, indem ich am einfachsten geht das, indem ich rechtsklicke auf Neu und mir dann einfach ein Textdokument erstelle. Jetzt lösche ich den ganzen Namen inklusive der Dateiendung hier weg und schreibe style.css, indem ich auch die Änderung umschreibe. Verändert sich der Dateityp, das wird zu einer Cascading Style Sheet Datei. So, jetzt ist noch wichtig, dass ich dieser HTML-Datei quasi sage, dass es die Formatierungen von dieser Style-CSS-Datei beziehen soll. Und dafür müssen wir den Code in der HTML-Datei umschreiben. Das heißt, ich öffne das einmal mit dem Notepad, mit meinem Editor. Und ich muss hier jetzt einen Code einfügen. Also, der quasi zu der CSS-Datei verlinkt. Und dieser Code ist eigentlich ganz gleich immer. Ich weiß den auch nicht auswendig, deswegen kopiere ich ihn mir einfach hier heraus, den kann man ganz einfach googeln. Und der kommt ganz wichtig in den Head-Bereich des HTML-Dokuments. Ja, Link Rel Style Sheet etc. Das einzig Wichtige ist hier das href hier hinten. Und hier soll eben der Pfad zur CSS-Datei drinnen stehen. Da wir ja die Style CSS im gleichen Ordner drinnen haben, wie unsere HTML-Datei auch schon, müssen wir hier dann nur mehr den Dateinamen angeben. So, und jetzt, wenn ich das jetzt speichere, sollte die HTML-Datei mit der CSS-Datei verbunden sein. Um das jetzt zu testen, werde ich jetzt einmal diese einfache Hintergrundfarbenformatierung in der Style-CSS vornehmen. Ich öffne deshalb die Style-CSS mit Notepad. So, und CSS-Code sieht jetzt ein bisschen anders aus als wie der HTML-Code. Und ich muss mir jetzt einmal im Klaren sein, was möchte ich hier formatieren. Ich möchte den gesamten Hintergrund, also das gesamte Body-Element, möchte ich in der Style CSS adressieren und die Hintergrundfarbe davon ändern. Deshalb schreibe ich einmal den Namen des Elements hin, Body. Und dann eine geschwungene Klammer auf. Und der Befehl für die Hintergrundfarbe lautet Background Color. Und hier werde ich einmal Light Green wählen, also ein helles Grün. Also nach dem Background Color noch ein Doppelpunkt und nach diesem Befehl eben einen Strichpunkt. Und damit ich zeige, dass ich das Element zu Ende formatiert habe, schließe ich das auch noch mit einer geschwungenen Klammer. Jetzt brauche ich das in der Style-CSS nur mehr zu speichern. Und die Website HTML, wenn ich die wieder im Browser öffne, sollte jetzt wirklich wie hier einen hellgrünen Hintergrund haben. Natürlich
kann ich jetzt nicht nur dieses Body-Element in meiner Style-CSS formatieren, sondern ich kann wirklich jedes einzelne Element in meinem HTML-Code ganz individuell in der Style-CSS formatieren.